Und neben ihn haben wir Bijan Moini. Er ist ein Rechtsanwalt von der Gesellschaft für Freiheitsrechte in Berlin. Okay, gebt ihnen einen warmen Applaus bitte. Walter Hötzendorfer und Bijan Moini. Es ist früh am Morgen. Ihr hört die Übersetzung dieses Talks. Let's kill the next data retention law. Lasst uns die nächste Forsteinsprechung killen. Ihr hört Sebalis und Franz T. Hashtag C3T, Twitter-Account C3Lingo. Habt ihr jemals in einem Flugzeug gesessen und euch gefragt, was die Person zwei Reihen hinter euch ist, ob sie Handgepäck haben oder auch eingechecktes Gepäck, wo sie ihr Flugticket gekauft haben? Und wenn ihr in der Polizei seid, in irgendeinem EU-Mitgliedsland, dann ist das genau das, was die Polizei in jedem dieser Mitgliedsländer herausfinden kann durch die PNR-Richtlinie. Und wir werden darüber sprechen und euch erzählen, was diese Richtlinie und die jeweiligen Umsetzungsgesetze beinhalten, warum das problematisch ist und was wir tatsächlich tun dagegen, um das zu stoppen. Und Walter wird beginnen mit etwas Informationen. Ja, hallo. Also, zunächst würde ich gerne euch Epicenter Works vorstellen. Wir haben Geschichte darin vor, als Datenspeicherungsgesetze zu stoppen. Ihr kennt uns vielleicht vom Kampf gegen Vorratsdatenspeicherung in Europa. Damals hießen wir doch AK Vorrat Österreich. Und ich arbeite als Freiwilliger bei Epicenter Works. Möchte gerne meine Kollegin Angelika Adensammer erwähnen, die die Hauptarbeit hier für Epicenter Works getan hat, aber sie kann nicht beim Kongress sein dieses Jahr. Flugdaten. Es wird gesagt, dass zu jedem Zeitpunkt 1 Million Menschen sich im Himmel in einem Flugzeug befinden und irgendwo über den Globus fliegen. Ihr seht das hier. Obwohl in Zeiten der Ressourcenerschöpfung sollten wir darüber sprechen. Ich bin überzeugt, dass wir über ein Datenschutzthema reden, also unabhängig von dem anderen Thema. Und wir reden über Passenger Name Records, also Fluggastnamen-Datensätze. Und was ist das? Ihr seht hier ein Beispiel, es ist ein Datensatz, der 19 verschiedene Datenfelder enthält. Ihr bekommt also bis zu 60 verschiedene Datenpunkte über eine einzelne Passagierin, einen Passagier, hier Angelika Adensammer. Ihr habt dort Daten wie Vor- und Nachname, Adresse, aber auch andere Dinge, Metadaten, wichtigere Dinge, zum Beispiel die Zahlungsart, der Zeitpunkt, zu dem der Flug gebucht wurde, solche Dinge. Und ein spezielles Problem hier ist, dass auch ein Freitextfeld enthalten ist und Angestellte von Fluglinien dort beliebige Daten eintragen können, die wir nicht kontrollieren können. Und insgesamt haben wir einen ziemlich großen Datensatz über alle Passagiere auf jedem Flug. Das ist üblich in der Luftfahrtindustrie, in der Luftfahrtbranche. Und die Richtlinie über PNR wurde im April 2016 verabschiedet. Das ist eine europäische Gesetzgebung, die im April 2016 beschlossen wurde, in Kraft gesetzt wurde oder verabschiedet wurde. Und was wichtig ist, ist, dass solche Regelungen nicht aus dem blauen Himmel kommen in Brüssel. Sie werden verabschiedet zusammen mit der Kommission, dem EU-Parlament und dem EU-Rat. Und der EU-Rat
Das sind die Vertreterinnen und Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten. Wir müssen uns also erinnern, dass die Regierungen der Mitgliedstaaten hier einen wichtigen Beitrag leisten, ein sehr wichtiges Wort zu reden haben, wenn es um solche Dinge geht. Und dies ist eine Richtlinie. Das heißt, dass alle einzelnen Mitgliedstaaten dieses Recht umsetzen müssen in ihr nationales Recht. Dies musste bis zum 25. Mai 2018 geschehen. Das war die Frist für die Umsetzungsrichtlinien. Österreich und Deutschland haben entsprechende Gesetze zur Umsetzung in nationales Recht verabschiedet. Was haben Sie nun verabschiedet? Welche Regelungen? Sie mussten Gesetze verabschieden, die vorschreiben, dass alle Fluglinien, alle Luftfahrtgesellschaften die Daten aller ihrer Passagiere für jeden Flug übermitteln mussten an eine nationale Polizeidatenbank. Im Gegensatz zu der Telekommunikationsvorratsdatenspeicherung werden diese Daten also nicht dort gehalten, wo sie entstehen. Sie müssen aus dem privaten Sektor direkt in eine Polizeidatenbank übertragen werden. Und die Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie schreibt vor, also die PNR-Richtlinie schreibt vor, dass jeder Flug, der die EU verlässt, erfasst werden muss, aber zusätzlich haben alle Mitgliedstaaten außerdem in ihren Umsetzungen Flüge innerhalb der EU abgedeckt. Also Flüge innerhalb der EU als auch Ausflüge, die die EU verlassen oder in sie hereinkommen, sind abgedeckt. Und jeder einzelne Datensatz von allen Passagieren auf jedem Flug befindet sich jetzt in einer polizeilichen Datenbank und wird verglichen mit verschiedenen anderen existierenden Datenbanken, zum Beispiel der von bekannten Verbrechern, Verbrecherinnen, der Datenbank über gestohlene Pässe, und sie versuchen dort Übereinstimmungen zu finden. Und was sie auch tun werden, ist ein Abgleich mit vor festgelegten Kriterien. Es geht um Muster von Flügen, von bekannten Rechtsverstößern. Hier wird also algorithmisch versucht, Muster zu finden, und es wird dein Flug verglichen mit diesen Mustern verglichen. Und wenn dein Verhalten ähnlich ist zu dem von früheren Kriminellen, dann seid ihr bereits unter Verdacht. Und diese Daten in diesen Datenbanken werden 5 Jahre lang gespeichert und können weiter genutzt werden in verschiedenen Rechtsdurchsetzungsbehörden. Diese Daten werden also nicht einfach nur verglichen und dann gelöscht, sondern sie werden 5 Jahre gehalten. Und dann nehmen sie so etwas wie Depersonalisierung, etwa 6 Monate, nachdem die Daten entstanden sind. Aber das ist in keiner Weise eine Anonymisierung. Es werden nur einige Daten entfernt. Es wird sehr einfach sein. Es ist sehr einfach, Personen wieder zu identifizieren. Also die Person, der die Daten gehört, der die Daten gehören, können also über die gesamte Zeit von 5 Jahren einfach identifiziert werden. Nun habt ihr euch vielleicht schon gefragt, hat dies eigentlich eine Wirkung? Und die Maßnahme ist seit letztem Jahr in Kraft. Wir haben also einige Daten und ich zeige euch zunächst die Ergebnisse aus Österreich. In Österreich haben wir herausgefunden, dass bereits bis zum 30. September 2019 fast 24 Millionen Passenger Name Records zum österreichischen Bundeskriminalamt weitergeleitet wurden. Und 11,9 Millionen Menschen waren hiervon betroffen. Von diesen fast 24 Millionen Datensätzen haben die Algorithmen, die gegen die Datenbanken mit den Datenbanken vergleichen, haben etwa 190.000 Übereinstimmungen gefunden. Jeder einzelne Output dieser Algorithmen muss dann noch menschlich überprüft werden. Wir haben also Menschen, die Daten selbst nach weniger als einem Jahr müssten 190.000 Übereinstimmungen überprüft werden und nur 280 davon waren tatsächliche Treffer.
Also nur 0,15% aller Übereinstimmungen haben die Polizistinnen und Polizisten sind sie zum Schluss gekommen, dass dies relevant ist. Und das bedeutet, dass nur 0,001% aller Fluggastdatensätze, die eure Daten, die überprüft werden, tatsächlich zu einem Treffer führen. Wir wissen nicht einmal, wie viele tatsächliche falsche Positivtreffer in diesen Zahlen enthalten sind. Das ist also nur das, was die Polizei anschließend überprüft. Wir wissen also keine Zahlen über die wirklichen Ergebnisse, die Erfolge, Festnahmen oder so etwas. Aber wir haben 21 Angestellte, die ausgebildet sind in der Passenger Information Unit arbeiten, also in der Fluggastinformationsarbeit. Und das kostet 1,8 Millionen Euro pro Jahr nur dafür, die Daten eines kleinen Landes zu überprüfen. Und wir werden jetzt euch die Daten in Deutsch präsentieren. In Deutschland. Wir präsentieren natürlich die Daten aus Deutschland, die sind dort erstaunlich ähnlich. Wir hatten auch bis Mitte August 2019 hier Zahlen. Fast 32 Millionen Fluggastdatensätze wurden überprüft. Automatisch wurden etwa 240.000 Treffer oder Übereinstimmungen gefunden, die von etwa 40 Angestellten überprüft wurden, und etwa 900 tatsächliche Treffer bleiben, also 99,6% Fehlerrate bei diesen Algorithmen, und nur 0,003% der Fluggastdatensätze wurden als Treffer bezeichnet, und von diesen wissen wir wieder nicht, wie viel Falsch-Positive enthalten waren. Wir wissen, dass es einen wesentlichen Anteil davon gab bei diesen 910, aber die Behörden haben nicht angegeben, was hier tatsächlich die Anzahl der Falsch-Positiven in den 910 war. Was wir wissen, ist, dass 57 Festnahmen als Ergebnis entstanden. Wir wissen nicht, welche Straftaten hier zur Last gelegt wurden oder als Verdacht zur Last gelegt wurden oder ob die einfach auf Watchlisten waren. Aber 57 Festnahmen, wir können annehmen, dass die vielleicht legitim waren. Das sind 0,0002% aller Fluggastdatensätze. Und wenn ihr versucht, dies auf andere Situationen zu übertragen im wirklichen Leben, ihr geht zu einem Markt oder einem Festival oder was auch immer und fragt Leute zufällig, dann würdet ihr wahrscheinlich eine ähnliche Wahrscheinlichkeit haben, dass es zu einer Festnahme führt letztendlich. Also die Wirksamkeit dieses ganzen Prozesses ist nicht etwas, womit wir glücklich sind. Man kann dies in alle möglichen Lebensbereiche übertragen, und dies ist ein großes Problem unserer Meinung nach, denn dies wird zu einem digitalen Überwachungsstaat führen, der kommt sehr nah mit der PNR-Richtlinie. Und was wir gerade gezeigt haben, ist, dass wir zeigen gerade die automatischen Überprüfungen mit anderen Datenbanken. Der andere Aspekt ist das Überprüfen anhand vorher festgelegter Kriterien, und da fängt nun das eigentliche Voodoo an. Die Idee, dass man nur von den Daten in den Fluggastdatensätzen irgendwelche Ableitungen machen kann über Verdacht oder Gefahr, das zumindest unserer Meinung nach ist ziemliches Voodoo, und es hat ernste Konsequenzen. Es könnte dazu führen, dass automatisches Profiling über Hunderte von Millionen von Menschen durchgeführt wird, denn alle werden überprüft, wenn sie einen Flug benutzen. Und werden also mit diesen festgelegten Kriterien verglichen. Es geht hier nicht nur um Terrorismus, organisiertes Verbrechen, wo man vielleicht argumentieren könnte, dass so etwas wie ein Muster existiert, Bewegungsmuster vielleicht, mit denen man eventuell Verdächtige identifizieren kann. Aber es geht auch um Taten wie Betrug, Fälschung, Cyberverbrechen. Also ich würde sagen, man kann nicht ein typisches Flugmuster von Cyberkriminellen bestimmen. Das ist unmöglich. Die PNR-Richtlinie ist aber auch nur ein Ding. Es geht hier um Dinge, die weit über die Fluggastdatenrichtlinie hinausgehen.
Denn es könnte hier ein gefährlicher Präzedenzfall geschaffen werden für andere Massenüberwachungen. Es wird tatsächlich bereits für Fernbusse, Schiffe und Züge, internationale Züge diskutiert, und Länder wie Belgien haben bereits Gesetze verabschiedet. Und warum könnte nun die Polizei sagen, hören wir hier auf, warum nicht Leihautos, die Grenzen überschreiten, hineinbringen? Warum sollen wir nicht diese Bedingungen, dass Grenzen überschritten werden, abschaffen und alles überprüfen zu jeder Zeit? Wenn wir also in diese Richtung hier nachgeben, dann haben wir eine so geringe Schwelle für Massenüberwachung, dass wir die Tür für alles Mögliche öffnen. Das ist zumindest unsere Ansicht, und das ist nach unserer Ansicht illegal. Das ist die Frage, die wir uns hier stellen. Oder nicht, aber unsere Frage ist, ist dies legal? Wir sind überzeugt, dass das nicht so ist, und zum Glück könnten wir uns auf eine Rechtsmeinung des Europäischen Gerichtshofs, des EuGH, verlassen, die vor 2,5 Jahren herausgekommen ist. Es gibt nämlich ein Fluggastdatenabkommen zwischen der EU und den USA, und ein weiteres sollte verabschiedet werden, wurde verhandelt zwischen Kanada und der EU, und das wurde dann dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt, die Frage, ob dies Grundrechte verletzt, der Menschenrechtscharta der Europäischen Union, und die Schlussfolgerung war, dass Artikel 7 und 8 dieser Charta verletzt wurden. 7 ist die Privatsphäre und 8 ist das Recht, persönliche Daten zu schützen. Und wir stützen uns sehr auf die Argumente, die das Gericht entwickelt hat, und entwickeln sie hier noch weiter. Denn ihr könnt euch vorstellen, dass ein Fluggastdatenabkommen mit Kanada ziemlich ähnlich ist zu der Richtlinie der EU. Was sind also diese Argumente? Wir haben schon gezeigt, dass die Effektivität sehr fragwürdig ist. Wir vermuten, dass es Menschenrechte aus unterschiedlichen Gründen verletzt. Das erste ist das, was wir beide schon gesagt haben. Der Personenrecht ist, dass es alle Passagiere betrifft. Es zeigt die Unterschiede zwischen den PNR-Direktive, also Richtlinie, und was in Telekommunikationsdaten passiert ist. Bei Telekommunikationsdaten muss ein spezifischer Fall vorliegen, eine spezifische Sache muss passiert sein, dass die Polizei nach diesen Daten fragen kann von einem Telekommunikationsprovider. Aber unsere PNR-Daten von Flügen wird die ganze Zeit überprüft, immer gegen Datenbanken und noch viel wichtiger gegen diese vorgefertigten Kriterien, die wir nicht in keiner Art und Weise was drüber wissen. Und das führt insbesondere der letzte Fall, die vorher konfigurierten Kriterien, ein hoher Fall von falschen Abfragen. Ein großer Anteil von Datenbankabfragen ist falsch, ein sehr großer Anteil ist falsch, und dann muss man sich überlegen, wie viel größer das mit den vordefinierten Kriterien ist. Und darum vermuten wir, dass viele falsche Matches sind, weil es gibt diese Grunddatenfallacy. Das heißt, wenn wir wenige Menschen in einer großen Datenbank suchen, dann Fail Rate haben, dann kann es sein, dass wir deutlich mehr False Positives finden als echte Treffer, das heißt echte Terroristen, die da drin sind. Das heißt zum Beispiel, wenn man 100 Millionen Fliegende überprüft und 100 Terroristen sucht, und wir haben eine Fehlerrate von 0,1%, also jetzt nicht die 99,6%, sondern nur 0,1%, dann würde das dazu führen, dass wir 100.000 Fluggastgäste als Terroristen, also vermutete Terroristen, überprüft werden. Das heißt, wir haben 100 Terroristen, die sind einfach mal, alle werden gefunden. Also alle Terroristen werden auch als Terroristen verdächtigt.
dann haben wir 100 Leute, die wirkliche Terroristen sind, aber 100.000, die vermutete Terroristen sind. Und das sind jetzt einfach nur die offensichtlichen, die Stigmatisierung beim Flughafen, die Durchsuchungen von den Menschen, dass man den Flug nicht mehr bekommt und das Land, abhängig von dem Land, in dem man ist, kann man danach noch in viel mehr Probleme bekommen. Das zweite Problem ist, dass die Daten viel zu lang gespeichert werden. Wie schon gesagt wurde, 5 Jahre. Warum brauchen wir 5 Jahre an Daten, um zu überprüfen, eine Datenbank-Eintrag zu überprüfen oder mit vorher definierten Kriterien? Dazu braucht man es nicht, weil das könnte man sofort, nachdem eine Person auf den Flugzeug gekommen ist, ins Flugzeug gestiegen ist. Und danach könnte man es einfach wieder löschen. Der Grund, weshalb sie so lange speichern, ist, dass die Polizei und Geheimdienste mehr als dieses Check haben wollen, sondern die wollen es auch in Zukunft wieder vorlegen, wenn sie irgendwie in eine schauen wollen, wohin eine Person gereist ist. Aber das hat überhaupt nichts mit dem ursprünglichen Grund für diese PNA-Direktive. Und was zumindest alle hier wissen, alle Daten, die gespeichert wird, ist selber ein Problem. Schon zu speichern ohne einen legitimen Grund ist ein Problem. Außerdem, immer wenn Daten gespeichert werden, ist es das Problem, dass die Daten ein Risiko ausgesetzt sind. Viele sensitive Daten, mit wem man gereist ist, ob man Pakete hatte, wo man hingereist ist, über welche Orte. Und ein weiterer Punkt ist, dass die nicht ausreichend unterscheidet zwischen Kriminalitäten, wo es Sinn macht, automatisch zu profilieren, und welche, die nicht. Zum Beispiel ist es möglich, dass man sagen kann, ein Terrorist fliegt von A nach B über C und benutzt diesen Touristenbüro oder sowas. Vielleicht können wir jetzt mal sagen, dass das der Fall ist, aber keiner kann mir sagen, dass es einen typischen Flugbewegung von einem die kann man nicht identifizieren, also eine Person, die einfach nur jemand, bevor wir jetzt definieren, welche vorhergefertigten Kriterien wir analysieren, dann müssen wir sagen, für welche Straftaten können wir diese Kriterien benutzen. Und diese Voodoo-Liste. Und insbesondere die False-Positive-Liste führt zu Diskriminierung gegen Minoritäten. Ein Teil, warum das BKA als predetermined Kriterium sagt, hey, junger Mensch, der von Flughafen aus dem Süden von der Türkei in eine großen europäischen Stadt fliegt. Das heißt, IS-Terroristen oder ähnliches. Und ihr könnt euch vorstellen, was für Leute in einem Flug sitzen, das aus dem Süden der Türkei nach Deutschland oder in irgendein anderes europäisches Land fliegt. Das wird insbesondere kleine Gruppen, Minderheiten betreffen. Und es ist jetzt schon unklar, wie die Prädeterminierten verwendet werden. Vielleicht in der Zukunft kann einfach die Polizei künstliche Intelligenz versuchen, um Daten aus diesen das herauszubekommen. Wenn sie jetzt 5 Jahre an Daten haben, dann können spätestens zu dem Zeitpunkt ist es unmöglich für uns zu verstehen, warum eine gewisse Kriterie definiert wurde und wie man dagegen vorgehen kann, wenn man in der Position ist, dass man im Flughafen festgenommen wird. Also, was können wir machen? Das ist, wo wir hereinkommen, wir 2 Organisationen. Wir sind keine typischen Organisationen, sondern wir führen dazu, dass machen strategische Prozessführung. Das heißt, es ist so breit, wie die lokale Polizei es wollte. Und wir hätten jetzt einen Fall, wo eine Autorität in Europa, in Deutschland, in der Europäischen Union, da können die Gerichte idealerweise die Gründe von der Polizei sagen, hey, das ist irrelevant, und nochmal neu anschauen, ob das überhaupt legal ist und ob das
weiterhin gültig bleiben soll. Und wir machen das durch in Deutschland und in Österreich, und beide haben dasselbe Ziel, und zwar dem Europäischen Gerichtshof fragen, ob die PNR-Richtlinie und alle lokalen Gesetze, die diese Richtlinie anwenden, die Charta der Menschenrechte verletzt. Warum ist der Europäische Gerichtshof so relevant? Weil wenn wir ein nationales Gesetz haben, was eine europäische Richtlinie implementiert, dann kann nur das Europäische Gerichtshof dieses Gesetz ungerechtsmäßig deklarieren. Der Verfassungsgerichtshof kann das selber nicht. Der Verfassungsgerichtshof kann jetzt nicht sagen, das legal ist nicht dem Grundgesetz entsprechend. Sondern dazu müssen wir zum Europäischen Gerichtshof. Wir mussten uns eine Weile anschauen, in 2 Jahren arbeiten wir daran. Vor einem Jahr haben wir 6 unterschiedliche wir haben 6 Menschen, die unterschiedliche Flüge genommen haben zu anderen europäischen Zielen, und wir haben die Anklagen an 3 unterschiedliche Gerichte geschickt, 2 gegen die nationale Polizei, deutsche, und 2 weitere gegen die Fluggesellschaften. Das heißt, wir versuchen zu diversifizieren, soweit wie möglich, um einen Richter zu finden, der mit unserer Meinung ist, dass das eine problematische Frage ist und dass das überprüft werden muss. Und wir sind optimistisch, dass entweder das Wiesbadener Gericht oder der Kölner Gericht genau diese Fragen bald an das Gericht stellen wird, ob die PNA-Richtlinie Grundrechte aus der Charta der Europäischen Union verletzt. Also, wie Bijan schon gesagt hat, unser Ziel ist, unseren Fall so schnell wie möglich vor den Europäischen Gerichtshof zu bringen. Wir hatten unterschiedliche Optionen, und in Österreich haben wir noch eine dritte Methode benutzt. Wir haben einen Fall vor den europäischen Datenschutzautoritäten gebracht gegen eine Passagier-Datenauswertungsgruppe, und wir haben unterschiedliche Klagen eingereicht, und der Hauptfall, das Wichtige ist, dass dieser Fall schon so weit gegangen ist und dass es schon vor das Bundesverwaltungsgericht gegangen ist, und von dort hoffen wir, dass es auch bald zum Europäischen Gerichtshof weitergeleitet wird. Und theoretisch wäre es ausreichend, wenn einer von unseren Gerichtsfällen den Europäischen Gerichtshof erreicht, aber es ist natürlich sehr wichtig, dass wir unterschiedliche Strategien haben, weil alle unterschiedlich schnell sind und so weiter. Und darum haben wir auch einen anderen Fall, diese belgische Menschenrechtsorganisation hat auch Fälle vor die belgischen Gerichte gebracht, in diesem Fall gegen den zum belgischen Verfassungsgericht. Die hatten einen direkten Weg, an Verfassungsgericht zu gehen, wo in Österreich und Deutschland das jetzt nicht möglich ist. Und darüber konnte das belgische Verfassungsgericht schon an diesen Fall an den Europäischen Gerichtshof weitergeleiten. Und wir hoffen, dass unser Fall bald oder unsere Fälle oder einige unserer Fälle auch dort hinzugefügt werden im Europäischen Gerichtshof und dort dann eine gemeinsame Entscheidung über sie gefällt wird. Also, Zusammenfassung, wir haben ein sehr problematisches Gesetz, diese PNA-Richtlinie. Sie greift in die Grundrechte aller Fliegenden ein, und es ist auch sehr ineffektiv und unverhältnismäßig. Und wir haben über diese unterschiedlichen Sachen gehört, diese Basisraten, Fallacy, die Ineffektivität, weil es einfach nicht möglich ist, spezifische
Verdächtige in diesen Datenmengen zu finden, wenn wir nicht viel, eine sehr große Menge an False Positives erwarten. Andere Argumente sind, dass es Vorratsdatenspeicherung ist, schon das Sammeln der Daten, das Speichern der Daten von Menschen wie uns ein großes Problem ist und nicht gesetzeskonform. Und diese grundlegende Verdächtigung, das heißt, dass jeder ein Verdächtiger werden kann und Probleme bekommen und praktische Probleme bekommen kann von dieser Gesetzgebung, ohne dass er kriminell ist. Und wir haben starke Argumente. Wir haben den Fall der kanadischen Flugdatenaustauschrichtlinie. Sehr ähnlich, also praktisch sehr ähnlich zu der Direktive, die wir jetzt arbeiten. Das heißt, die Argumente waren schon mal vor dem Europäischen Gerichtshof erfolgreich und es ist schade, dass das nicht früher gestoppt wurde und dass Menschenrechtsorganisationen wie wir das jetzt erst machen müssen. Und daran arbeiten wir und das ist, warum wir auf eure Spenden angewiesen sind. Also das ist auch wichtig für uns, dass unsere Arbeit, dass wir Menschen, die eingestellt sind, Geld kostet. Und hier könnt ihr uns finden und wir haben eine Kampagnen-Webseite nopnr.eu, das ist in Deutsch und in Englisch verfügbar und ihr könnt uns auch auf unserer Webseite oder Webseiten finden, herausfinden, wie ihr uns helfen könnt und immer noch heute könnt ihr uns in unserer Assembly treffen im CCL-Gebäude, das About Freedom Assembly, wo die Gesellschaft für Freiheitsrechte und Epic Center Works ihre Tische haben und ihr die ganzen Fragen stellen könnt, die ihr stellen wollt. Aber ihr könnt auch jetzt Fragen stellen. Wenn ihr auf Deutsch Fragen stellen wollt, dann könnt ihr das über Twitter mit dem Hashtag Clark machen oder ihr benutzt IRC auf dem Kanal Hashtag 36C3-Hall-C. Wir sind Franz T. und Sebalis aus der Übersetzerkabine. Und wenn ihr Feedback habt, dann könnt ihr das mit dem Hashtag C3T auch auf Twitter und Mastodon vertwittern und vermastodon. Oder eine Mail an hello@c3lingo.org senden. Hallo. Ja, okay. Thank you. Hallo. Gibt es eine einfache Nachricht, die wir draufschreiben können, wenn wir mit einem falschen Namen einen Flug buchen und dann löschen? Ist das eine interessante Idee? Das ist ein bisschen schwer. Ich habe die allerersten Worte nicht verstanden. Gibt es eine billige Methode, falsche Einträge zu erzeugen? Theoretisch glaube ich, dass da nichts gegen spricht. Das Problem ist, dass man dann sehr spät stornieren müsste. Der erste Zeitpunkt, zu dem die Flugdaten übermittelt werden, ist 48 Stunden vor dem Boarding. Das kann also teuer werden. Und ich möchte gerne eine allgemeine Anmerkung machen. Insbesondere hier, solche Gedanken, wie man das System hacken kann, sind sehr wichtig und das kann helfen. Aber unser genereller Zugang ist es, den Rechtsweg zu gehen, um alle Menschen auf die gleiche Weise zu schützen, nicht nur solche, die in der Lage sind, solche Hacks durchzuführen oder was auch immer. Und das ist der Grund, warum wir diesen allgemeinen Ansatz gewählt haben, den Weg, das also komplett zu stoppen. Other question here? Yes, sorry. Yes, please. Is this on? Okay. What do you expect as Was erwartet ihr als Ergebnis von eurem Gerichtsfällen, wenn ihr erfolgreich im Gericht seid? Erwartet ihr, dass es die ganze Direktive berichtigt wird? Oder dir, dass dann ein neues, ähnliches Gesetz durchgebracht wird oder dass die Direktive repariert wird oder in kleinen Arten und Weisen nur, dass es einfach weiter benutzt wird.
Wir denken, dass der Europäische Gerichtshof, wenn er unseren Argumenten folgt, die Fluggastdatendirektive oder Richtlinie komplett für ungültig erklären wird, weil das dann sonst nicht passen würde zu der früheren Rechtsprechung. Sonst würde die gesamte Geschichte der europäischen Vorratsdatenspeicherung geändert werden. Aber wir erwarten natürlich, dass die Mitgliedstaaten dann Druck ausüben werden, dass es eine ähnliche Gesetzgebung gibt, die ähnlich ist, aber nicht genau gleich. Vielleicht irgendwas in der Art, irgendwie das ähnlich wie bei der Telekommunikationsvorratsdatenspeicherung, dass vielleicht die Fluglinien die Daten lange halten und sie nur herausgeben, wenn es einen spezifischen Wunsch dazu gibt, eine Anforderung mit einer Begründung. Sowas könnte ich mir vorstellen, dass das aufgebracht würde und dann müssten wir überprüfen, ob das legal ist oder nicht zulässig ist und den gesamten Durchgang dann wieder machen. Das wäre aber schon ein großer, großer Erfolg, wenn die Richtlinie als solche, wie sie jetzt steht, als ungültig erklärt wird. Danke. Hallo. Er hatte das Argument, dass es viele false positive, also falsche Treffer gibt. Sind irgendwelche Informationen darüber, wie lange sie brauchen, um darauf zu agieren? Vielleicht machen sie erst etwas, wenn die Person gelandet ist und schon im Land ist. Die Behauptung ist, dass sie sofort handeln können, aber wir wissen nicht sicher. Die 57 Festnahmen an Flughäfen zeigen, dass dies also irgendwie stimmt, aber wir wissen nicht genau, inwieweit das allgemein stimmt. Und beachtet bitte, dass dies nur der Anfang ist. Bis zu dem Punkt, zu dem wir die Daten hier haben, Mitte August, hatten wir nur 9 Fluglinien, Fluggesellschaften, die in dem System drin waren. Es wird also mehr Daten geben. Und sobald das mit diesen vorfestgesetzten Kriterien beginnt, wird das sich wahrscheinlich vervielfachen. Und ich kann mir nicht vorstellen, außer dass dass jetzt hier Hunderte von Menschen eingestellt werden, dass sie sofort in jedem Fall handeln können. Das glaube ich nicht. Ja, wieso habt ihr die lokalen Gesetze nicht angegriffen? Zum Beispiel Sachen, die gegen Schengen-Richtlinien sind. Wir haben das auch angesprochen. Wir haben auch die Flüge innerhalb der EU angegriffen. Nicht nur die, die aus der EU heraus oder in sie hineinkommen. Wir haben auch gesagt, dass es hier eine Verletzung der Schengen-Kriterien gibt, aber das ist nicht der Fokus, der Schwerpunkt. Denn es gibt unserer Meinung nach sehr viel stärkere Argumente. Bei Schengen müsste man argumentieren, dass es fast unmöglich ist, in ein Land zu fahren, ohne aufgehalten zu werden. Und man wird nicht physisch aufgehalten, zumindest dann nicht im allgemeinen Fall. Das ist also ein etwas schwierigeres Argument als eine tatsächliche, wenn es nicht jetzt grundsätzliche Grenzkontrollen geben würde. Aber wir haben das, aber wir haben viel stärkere andere Argumente. Werden auch Daten darüber gespeichert, wie über Flüge zum Beispiel von hier nach Berlin? Nicht nach der Richtlinie, wenn der deutsche Gesetzgeber oder andere das entscheidet, dann wäre das möglich, aber bisher nicht. Ich habe mich gefragt, wie viele False Negatives, also wo falsche Nichttreffer ist. Was ist, wenn ich nicht wie ein normaler Terrorist agiere? Das wissen wir leider nicht, nicht bisher. Und es wäre sehr interessant, insbesondere wenn es um diese vorfestgesetzten Kriterien geht. Aber nein, bisher nicht, nein. Es gibt keine rückgängige Funktion, oder? Das ist immer das, was mir Sorgen macht. Wir haben also jetzt hier etwas wir lernen über Daten, die rausgegeben werden und dann ist da was ein Fehler und was macht man dann?
Man kann die für Daten halten. Für 5 Jahre kann man die Daten halten, aber was wird dann an Auswertungen danach gemacht? Ja, man kann nicht wissen, in welche Datenbanken das in Echtzeit übertragen wird. Die Rechtsdurchsetzungsbehörden können die Daten anfragen aus dieser Datenbank und in eine andere Datenbank einspeisen, aus welchen Gründen auch immer, wenn sie dafür Gründe haben. Und das wird dann auch größer und größer und dann findet man einen weiteren Grund, warum es dort bleiben sollte. Ja, also das ist der Grund, warum wir dies jetzt bekämpfen und hoffen, dass das in der Zukunft sich ändert. Wie seht ihr eure Chancen, um das zu erreichen? Wir sind sehr überzeugt, dass wir Erfolg haben werden, denn sonst hätten wir nicht angefangen. Dies ist eins unserer Prinzipien. Wir fangen nur den Rechtsweg an zu beschreiten, wenn wir sehr sicher sind. Und was dann dabei herauskommt, was die zweite Frage ist, die wir schon hatten, was dann in Zukunft passiert mit dieser Gesetzgebung, das kann ich natürlich nicht wissen. Aber ein Argument, das die Polizei immer bringt, ist, dass die Menschen sich daran gewöhnen werden und in 5 bis 10 Jahren niemand sich darüber Sorgen machen wird. Und es ist genau das, wogegen wir arbeiten. Das darf niemals normal werden, denn wenn das normal wird, ich habe das vorher schon argumentiert, ja, das braucht einen Applaus. Wenn das normal wird, wie vorher argumentiert, dann ist es sehr einfach, dies in alle möglichen Lebensbereiche auszudehnen. Und das wäre ein Überwachungsstaat par excellence. Wir sind da schon sehr nah dran. Wir müssen also hier wirklich große Unterstützung leisten. Eine letzte Frage, würde ich sagen, nein, zwei. Nummer zwei. Ist diese Direktive nur für normale Flüge oder auch für private Flüge, generelle Aviation und Geschäftsflüge? Gute Frage, ich weiß es nicht. Schreibt mir, ich muss nochmal nachschauen, dann kann ich antworten. Eine weitere Frage. Ich wollte nur fragen, die Idee, dass es relativ normal wird, etwas, was relativ normal wird, aber was ich mich genau fragen wollte, ist, dass Menschen auf eine Watchliste gestellt werden können, als potenzieller Krimineller, ohne dass eine kriminelle Sache passiert ist und sie einem spezifischen Fall gegen sie ist. Das ist das neue Normal und das ist etwas, was ich sehr problematisch finde. Könnt ihr da drüber reden, ob ihr eine Zukunft seht, wo wir zurückkommen können zu nur Leute nachschauen, wenn es einen möglichen Fall gibt. Ich hoffe, dass dies die Zukunft sein wird, aber im Moment bin ich tatsächlich nicht sehr optimistisch. Andere Sache ist, dass diese Instrumente, die jetzt hier erzeugt werden, sich als sehr ineffektiv erweisen werden. Das sehen wir bereits jetzt. Das ist schon, was die Überprüfung mit der Datenbank ist, sehr, sehr viel Arbeit. Und die Möglichkeit jetzt hier, die Idee, dass man Kriterien definieren könne, dass die Leute finden, die tatsächlich legitim verdächtig sind. Ich denke, zumindest für die nächsten paar Jahrzehnte wird dies sich als ziemlich unmöglich erweisen. Und ich weiß nicht, ob das hier richtig rübergekommen ist vorher und ausdrücklich genug. Dies ist wirklich das Kernthema, was wir mit der Fluggastdatenrichtlinie haben. Sie behaupten, dass Sie Verdächtige finden können für zukünftige Verbrechen. Stellt euch das vor. Nicht jemand, der ein Verbrechen verübt hat oder der sicherlich ein Verbrechen verüben wird, sondern Menschen, von denen man vernünftigerweise annehmen kann, dass sie Verbrechen üben, und dann daraufhin zu handeln, das ist ein riesiger Schritt in das, was ich Voodoo nenne, die Erwartung, dass man Daten nehmen kann und Daten damit verhindern kann. Setzt euch hin und entspannt euch. Ja, danke an euch beide für diesen fantastischen Vortrag. Bitte unterstützt sie. nopna.eu geht zu ihrem Stand. Danke.